Handysektor erklärt. Was ist eigentlich Sexting? Das ist Tom. Tom ist seit ein paar Wochen mit Lisa zusammen. Gestern Abend haben sie nun zum ersten Mal miteinander geschlafen. Ihre erste gemeinsame Nacht haben sie mit der Smartphone-Kamera dokumentiert. Stolz schickt Tom das Bild an seinen besten Freund Johannes. Dafür verwendet er eine spezielle App, die das Bild beim Empfänger nur wenige Sekunden anzeigt und dann löscht. Johannes freut sich über Toms erstes Mal. Doch er möchte das intime Bild gerne behalten. Bevor das Bild verschwindet, macht er deshalb heimlich ein Bildschirmfoto. So bleibt das Bild auch nach Ende des Countdowns auf seinem Smartphone gespeichert. Johannes schickt das Foto gleich weiter an Paul und Elias, die ebenfalls mit Tom befreundet sind. Schließlich sollen auch sie von der tollen Nacht erfahren. Am nächsten Tag in der Schule ist irgendetwas komisch. Schüler, mit denen Tom noch nie gesprochen hat, rufen ihm nach. Go, Tom, go! Lisa kommt ganz aufgeregt zu ihm gerannt und stellt ihn zur Rede. Denn das Bild ist nicht nur bei Paul und Elias angekommen, auch die beiden haben das Bild weitergeleitet. Und so hat über Nacht fast jeder Schüler von Toms Schule das Bild erhalten. Irgendjemand hat das Bild sogar in Facebook gestellt. Tom und Lisa stehen nun im Rampenlicht und das gefällt den beiden gar nicht. Und da Tom das Bild weggeschickt hat, ohne Lisa zu fragen, ist sie mega sauer und will verständlicherweise nichts mehr mit ihm zu tun haben. Nach der Schule ist Tom total fertig. Den ganzen Tag überlegt er sich, was er falsch gemacht hat. Er war sich so sicher, dass sich das Bild nach wenigen Sekunden selbst zerstört. Doch nun weiß er, dass man sich nie sicher sein kann, ob das Bild wirklich unwiderruflich gelöscht wurde. Jeder Empfänger könnte ein Bildschirmfoto anfertigen und das Bild so dauerhaft abspeichern. So hat es ja auch Johannes gemacht und damit Toms Vertrauen missbraucht und die Freundschaft zerstört. Aber Tom ist auch sauer auf sich selbst. Warum hat er überhaupt so ein intimes Foto von sich und Lisa gemacht? Schließlich wäre ohne das Bild all das nicht passiert. Tom hat sich inzwischen bei Lisa entschuldigt. Er hofft, dass sie ihm verzeiht und beide wieder zusammenkommen. In Zukunft will er auf jeden Fall keine intimen Fotos mehr machen. Anstatt alles aufzunehmen, will er lieber den Moment genießen. Und diese Erinnerungen sind auf jeden Fall privat und können von niemandem eingesehen werden.